that sounds, yeah, yeah. Take these walls and rip them down. Take my and slip them now. Yo Leute, willkommen in meinem Zimmer. Ihr seid gerade mitten im Geschehen. Und hier seht ihr die Abstimmung außerdem nochmal. 19 Stimmen im Moment nach ungefähr 10 Minuten, das ist echt nicht schlecht, finde ich echt cool. Mein Zimmer ist im Moment ein komplettes Chaos und das soll aber gar nicht das Thema von heute sein, denn ich zeige euch einfach mal so ein bisschen das Setup, genau. Gehen wir einfach mal direkt zu dem, was sich geändert hat, und zwar seht ihr hier das neue Mikrofon. Das steht ungefähr so, also wenn ich hier sitze, sehe ich das immer so. Das ist außerdem meine neue Tastatur, die Razer Black Widow. Da habe ich das so eingestellt, dass sie immer abwechselnd grün, pink leuchten soll. Die Maus habe ich beibehalten und ein Mauspad habe ich mir geholt. Das ist das Shakun Gaming Mauspad. Das ist eigentlich ganz cool, weil das, wenn man die Maus drauf hat, wirklich ziemlich, ja, ich weiß nicht, aber so, es gleitet sehr schön drauf. Hier meine zwei Boxen, die waren in der letzten Setup-Tour auch nicht mit dabei. Das sind zwei Heco-Boxen, Music Styler 2000, glaube ich, ja. Die habe ich in Verbindung mit diesem Verstärker. Da kann man Sachen einstellen, wie zum Beispiel hier den Bass regeln und sowas halt. So, dann noch eine Sache, die anders ist, und zwar hier seht ihr das Mischpult. Das ist neu und hier kann ich die Lautstärke regeln. Hier kann ich den Equalizer einstellen, dass ich dann alles hier regeln kann. Also hier stelle ich dir das alles ein, was für das Mikro ist. Ganz easy. Hier habe ich dann noch Kopfhörer reingemacht, dass wenn ich irgendwie streame, dass ich dann einfach hier so meine Kopfhörer reinmachen kann. Weil so On-Ear-Kopfhörer sind zwar mal geil, aber ich glaube für Streamen muss, wenn man die ganze Zeit anhaben muss, nee, Leute, das gönne ich mir nicht. Hier mein fettes YouTube-Logo, das kennt ihr natürlich schon. Meine Kamera habe ich jetzt hier hingestellt, also meine Webcam. Die steht jetzt hier auf der anderen Kamera drauf, damit ich halt exakt den gleichen Weg habt, Platz habt, der auch immer halt in meinen Videos ist. Hier ist außerdem gerade noch Jan in Skype. Ah, alles klar, der ist außerdem heute auch beim Stream dabei und macht Facecam, wenn wir das alles noch eingerichtet bekommen. Ja, und das Wichtigste hier, der Mikrofonarm. Ohne den würde nämlich mein Mikrofon ziemlich blöd aussehen. Den kann ich hier so herbewegen. Der ist befestigt hier unter meinem Tisch. Kann man das sehen? Ja, da ist so eine Schraube, damit ist er befestigt. Dann kann ich den immer hier so schön bewegen. Hier ist einmal für da von oben nach unten kippen. Das ist von rechts nach links kippen. Das ist ganz easy zu machen. Die Spinne ist außerdem hier dran befestigt, also der Arm kommt nicht mit der Spinne. Was ihr im letzten Video noch gesehen habt, war mein Popschutz. Der war noch davor. Aber eigentlich braucht man den nicht, weil hier ist ein integrierter Popschutz drin. Nice. Das war's im Großen und Ganzen von der Setup, von meinem Setup hier. Hier das Top-Comment. Ja, und ich gebe euch mal wieder ein Thema für die nächste Folge. Schreibt doch einfach mal rein, wie euer Setup so aussieht und was in eurem Setup so besonders ist. Bei meinem Setup war es ja letztes Mal so, dass ich das einfach aus so einem Stoffhasen stehen hatte. Vielleicht habt ihr auch so was Witziges. Schreibt das gerne mal unten rein und liked die anderen Kommentare hoch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.